Fest im Griff, Teile Nordrhein-Westfalens hatten mit starkem Schneefall zu kämpfen. Die Polizei sprach von extremen Wetterbedingungen wie hier auf der A45 und empfahl den Lkw-Fahrern, die Parkplätze aufzusuchen. So auch im Bergischen Land, die A4 bei Köln, da war das Wetter auch ganz klar spürbar für die Lkw-Fahrer. Brummis hatten mit Glätte zu kämpfen, blieben teilweise einfach so auf der Fahrbahn stehen und blockierten die Straßen. Damit ganz herzlich willkommen zu einem Bild Daily Spezial aus der Hauptstadt, die ebenfalls weiß ist im Moment. Starker Schneefall hier in Berlin-Mitte beim Springer-Hochhaus. Wir sind hier im Newsroom und wollen ein kleines Update geben euch, wie es in Deutschland aussieht an diesem Freitag. In Hamburg zum Beispiel, da kam es zu Unfällen, schweren Unfällen. Zum Beispiel ein Unfall geschehen am Hamburger Hauptbahnhof. Ein Bus raste dort in einen Lkw. In Hamburg krachte ein Bus in einen parkenden Lkw. Der Lkw war gerade dabei, Paletten auszuladen, als der Bus auf die Ladefläche auffuhr. Der Busfahrer wurde eingeklemmt. Jetzt versucht die Feuerwehr, den Sitz des Fahrers auszubauen, um den Mann zu befreien. Ein Kran der Feuerwehr hatte den verunglückten Bus vom Laster gezogen, um den Fahrer besser erreichen und versorgen zu können. Ja, besonders der Westen des Landes hatte mit Eis und Glätte zu kämpfen in der Nacht. Aber Schneemassen, die befürchtet wurden für weite Teile des Landes, sie blieben aus. Nur ein kleiner Trost für die Menschen, die in der Nacht auf den Straßen liegen blieben. Wintertief Egon hat in der Nacht zum Freitag den Westen Deutschlands erreicht. Über Teile Nordrhein-Westfalens fegten Böen hinweg. Die befürchteten Schneemassen blieben am frühen Morgen allerdings aus. In Köln brachte das Tief zunächst nur Regen und Schneeregen. Der Winterdienst war dennoch auf den Straßen präsent. Im westlichen Münsterland warnte die Polizei vor erheblicher Straßenglätte und forderte Fahrer auf, vorsichtig zu fahren. Hier auf der A4 bei Köln hatten die Lkw-Fahrer mit der Witterung zu kämpfen. Also so wie Sie sehen, also der vor mir stehende Lkw ist am Rutschen angekommen und dann dementsprechend komme ich nicht mehr an den vorbei, muss ich stehen bleiben. Ja? Gott sei Dank, dass die anderen Pkw-Fahrer kommen noch ein bisschen hier vorbei. Also, aber Sie sehen das. Natürlich die Schwergewichtler wie LKWs, wenn die auf dieser Glätte stehen bleiben, dann haben die wieder Probleme neu zu fahren, ne? Neu zu starten. Und so ist das. Eine ist stehen geblieben, PKWs kommen vorbei. Leider, für NKW ist zu eng. Und dann warten wir, bis uns eine hilft. Der Deutsche Wetterdienst DWD hatte für die kommenden Tage Orkanböen von bis zu 140 km/h vorhergesagt, die weiten Teilen des Landes starke Niederschläge und große Mengen Neuschnee bringen sollten. Der Wind sollte im Süden Deutschlands und in den Hochlagen am stärksten sein. Schnee sagten die Wetterexperten vor allem für den Norden und die Mitte Deutschlands voraus. Dominik Jung, Wetterexperte von wetter.net, ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Dominik, ja, wie sieht's denn in Deutschland aktuell aus? Ja, das Orkantief Egon, das hat uns verlassen. Das Zentrum ist abgedüst Richtung Polen. Momentan gibt's noch ziemlich viel Schneefall, vor allem Richtung Osten und der Mitte. Und heute Abend, da kommt schon das nächste Sturmtief aufgezogen. Das kommt von Nordwesten rein, bringt wieder Sturmböen von 80 bis 90 km/h und vor allen Dingen in den Lagen ab 400 Meter im Westen und in der Mitte wieder viel, viel Neuschnee, teilweise 15 bis 20 Zentimeter. Aber wie gesagt, nur in den höheren Lagen weiter unten, so bei 0 bis 200 Meter ist es meist nur Matsche. Also nicht enttäuscht sein, wenn der eine oder andere morgen keine Schneedecke vorfinden wird. Ah, da werden sich also die Kinder beispielsweise hier in der Hauptstadt ein bisschen ärgern. Es schneit, aber es bleibt nicht liegen. Das ist ja irgendwie total unbefriedigend. Aber wie geht's denn so weiter jetzt, wenn wir ein bisschen weiter schauen, vielleicht auf die nächste Woche? Ist da nochmal mit einer Kältewelle zu rechnen? Ja, also morgen und am Sonntag gibt es nochmal Schneeschauer, teilweise auch Wintergewitter. Und dann kann es hier und da nochmal richtig weiß werden. Ja, und dann am Montag, da kommt quasi der Topf auf den Deckel. Das heißt, es kommt Dauerfrost und der Schnee wird konserviert. Und dann bleibt es wohl die ganze nächste Woche beim Dauerfrost im Land. Nur an der Küste kann es mal 1 Grad plus geben. Doch sonst tagsüber wie nachts Dauerfrost, teilweise nachts bis minus 15 Grad. Also der Winter, der ist da und der bleibt doch erstmal da.
Dominik Jung, mit den frostigen Aussichten für Deutschland. Danke dir für diese Informationen. Ja, und wir haben es gerade von unserem Wetterexperten gehört. Es bleibt also frostig. Es bleibt weiterhin Schnee liegen. Was mache ich denn da als Hausbesitzer beispielsweise? Was mache ich mit diesem Schnee vor der Haustür? Darüber wollen wir jetzt reden mit Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Der ist mir per Skype zugeschaltet. Herr Kempkens, man liest ja immer, von 7 bis 20 Uhr muss ich dafür sorgen, dass es so eine Schneise gibt vor meiner Haustür, eine schneefreie. Muss ich da jetzt für Urlaub nehmen und darauf achten, dass da kein Schnee liegt? Wie läuft das? Ja, exakt. Also der Welpe Egon hält uns jedenfalls auf Trab. Und es ist genau, wie Sie sagen, es geht nach den jeweiligen Ortssatzungen. Ich muss die Ortssatzung gucken. Meistens ist das so 7 bis 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen übrigens ab 9 Uhr bis 20 Uhr. Und ja, wenn ich verhindert bin, dann muss ich für Ersatz sorgen. Ansonsten mache ich mich schon ersatzpflichtig. Und was ist aber, wenn ich das nicht kann? Also rein körperlich, ich krank bin, muss ich mir dann einen Attest vom Arzt holen, dass ich nicht Schnee schippen kann? Ja, also mit dem Attest, der Arzt befreit Sie ja von der Schneepflicht nicht, sondern das ist ja eher ein Rechtsproblem. Aber Sie haben durchaus, wenn Sie überhaupt gar nicht in der Lage sind, aus körperlichen Gründen dieser Pflicht nachzukommen, dann haben Sie einen Anspruch gegen Ihren Vermieter, dass er Sie davon frei hält. Das ist so ein bisschen umstritten, aber wir haben Urteile durchgesetzt, nachdem Sie die Möglichkeit haben, dass der Vermieter Sie dann freisetzen muss. Dass er also sagen muss, dann brauchst du es nicht und dann muss man übrigens auch nicht mal die Ersatzbeschaffung bezahlen. Okay, das ist schon mal ganz gut für all die, die es körperlich nicht mehr hinbekommen, Schnee zu schippen. Was ist aber, wenn ich jetzt auf dem Weg nach Hause beispielsweise oder in meiner Freizeit irgendwo ausrutsche? Wer ist denn dafür dann haftbar zu machen, beziehungsweise was muss ich tun, um irgendeine Haftung zu belegen? So, und da lag wohl ein bisschen Schnee auf der Leitung zu Arndt Kempkens, Rechtsanwalt, der uns etwas erklärt hat, wie meine Rechte, meine Pflichten in Sachen Schneeschieben aussehen. Vielen Dank erstmal bis dahin. Arndt Kempkens hören wir vielleicht nachher bei Bild Daily um 18.45 Uhr nochmal. Wir schauen aber mal ein bisschen weiter. Deutschland leidet nicht nur unter dem Schnee, unter dem Winter. Auch Griechenland versinkt im Schnee, in Frankreich beispielsweise. Da sind 300.000 Menschen derzeit ohne Strom. Wir schauen aber noch weiter, und zwar in den Norden Japans. Dort fällt massiv Schnee. Eine 61-jährige Frau wurde von Schneemassen vor ihrem Haus sogar begraben, als sie aus der Haustür trat und starb dort. Die Schneemassen türmen sich dort 2 Meter hoch in Japan, sehr ungewöhnlich für diese Region. Und auch Tokio, die Millionenmetropole, ist von den Schneemassen bedroht und es droht ja die Erlahmung der Stadt. Winter kann aber auf der anderen Seite sehr schön sein, so zum Beispiel hier im kalifornischen Yosemite Park. Hier sehen wir Bilder, das ist idyllisch. Da liegt der Schnee auf den Bäumen, auf den Wasserfällen, auf den Seen. Und da kann man auch noch ganz ungestört einen Schneemann bauen mit Bild gleich daneben. Also sehr idyllisch in Kalifornien. Und die Menschen dort, sie freuen sich über den Schnee, nicht nur, weil es so schön aussieht, sondern auch, weil Kalifornien ja in den letzten Monaten, Jahren sogar mit einer Dürre kämpfen musste. Und jetzt gibt es viel Schnee. Heißt, wenn der ganze Schnee schmilzt, gibt es ganz viel Wasser. Und jetzt befürchtet man in Kalifornien sogar schon Überschwemmungen. Und wir schauen auch noch auf eine sportliche Seite des Schnees. Im Moment sind nämlich in den Alpen Schlittenhunde unterwegs. 500 an der Zahl. Und was sie dort tun, das sehen wir jetzt. Es ist ein ungewöhnliches Rennen, das derzeit in den französischen Alpen ausgetragen wird. Bei dem Schlittenhunderennen La Grande Odyssée sind Härte und Ausdauer gefragt. 11 Tage lang treten die Hundegespanne gegeneinander an. Insgesamt müssen mehr als 670 Kilometer zurückgelegt werden. Dabei muss ein beträchtlicher Höhenunterschied bewältigt werden, was es für die Hunde noch anstrengender macht. Bei dem Rennen sind rund 500 Schlittenhunde im Einsatz. Viele Streckenabschnitte müssen in der Dunkelheit und außerhalb der großen Skigebiete absolviert werden. Der Zieleinlauf ist für den 18. Januar geplant.
dann wird man auch wissen, wer der Gesamtsieger ist. So, und das war unser kurzes Bild-Daily-Spezial zum Wetter, zum Wintereinbruch in Deutschland. Egon hat uns fest im Griff, aber nicht alle. Hier, der BVB, der schickt uns Grüße jenseits von Egon aus dem Trainingslager. Damit sagen wir Tschüss und verweisen auf die Kollegen um 18.45 Uhr. Dort gibt es das normale Bild-Daily mit Klaas Weinmann. Da auch die neuesten Informationen zum Winter in Deutschland.